Ja, komme ich auch mal wieder ein bisschen in die Übung. Das ist ziemlich, muss man echt sagen. Wenn man eine ganze Weile dieses 100% live, 100% alles zeigen, Let's Play nicht mehr macht, kommt man aus der Übung, da beim Arbeiten zu quatschen. Das ist schon irre, weil man ja mehr improvisieren muss. Man hat nichts vorbereitet, nichts direkt vorbereitet, sondern muss unterhalten bei dem, was man tut. Und wenn man so wie ich da im Allgemeinen recht ohne Plan in so eine Aufnahme geht, wird das schon was schwieriger. Naja. Hat früher immer geklappt, wird auch jetzt klappen. Emmy, was brauchen wir denn alles? Wir brauchen auf jeden Fall Kabel. Also craften wir damit mal noch. Es wird nicht untergehen, machen wir einfach mal 30. Storage Bus haben wir 3. Wir brauchen 12. Alter, 12. Das ist heftig. Aber egal, also fehlen da jetzt noch 9. Den können wir wieder reinballern. Zack, zack, mach. Ich habe noch Rezepte eingeführt für den Fuzzy-Import-Bus und hast du nicht gesehen, also da sind jetzt noch diverse weitere Rezepte oben drin. Ich kann so relativ sorglos craften, weil ich war auch noch mal, da muss ich ja für drin bleiben, ich war auch noch mal farmen. Schaut mal hier, 2235 Nether-Quarz und 3933 Certus-Quarz. Ich habe da eine Quelle gefunden an Certus, das war die wahre Wonne. Ich habe mich nachher geärgert, dass ich keine Aufnahme am Laufen hatte. Das war Wahnsinn. Können auf jeden Fall ziemlich sorglos jetzt hier am RE-Netzwerk weiterarbeiten. Weil, ja, Metalle gehen uns ja bekanntlich auch vorerst nicht aus. Und hier liegt ja auch noch einiges. Es dürfte noch was in der Washing Plant sein, ja, siehst du? Zack. Auch noch was drin. Das können wir wegtun. Das kommt vorerst da rein. Und die Ingots können wir direkt da reinballern. Da können wir mal einen Moment. Das habe ich nämlich, glaube ich, auch noch nicht gezeigt. Sie laufen wieder raus, sie werden direkt zu Dust verarbeitet. Jetzt müsste jeder Dust gleich hochgehen. Nö. Nö, haben wir 2 Copper Dust? Oder war das gar kein Copper? Naja, hier ist ja irgendwas passiert, habe ich gerade. War die das? Ne, keine Ahnung. Auf jeden Fall sind sie direkt umgewandelt worden. Ich habe oben noch eine Pipe, die das macht. Also, mich wieder selber rausgebracht. Emmy, wir brauchen nämlich die. Habe ich nicht noch mehr Kabel in Auftrag gegeben? Fehlt dir irgendwas? Nö. Ach, der hat die direkt wieder verbraucht für die Storage Buses. Ja, so viel dazu, dass wir da ruhig in die Kacke hauen können. 60. Zack. Hätte ich auch direkt ein Stack machen können. So, Haken an der Geschichte. Solange der craftet, dürfen wir am AE-Netzwerk nichts verändern. Wenn wir jetzt ein Kabel rausreißen oder einen Import-Bus anschließen oder kurz Strom wegnehmen oder unten sogar erlauben, dass ich von unten Zugriff auf oben habe, dann wird das System rebootet. Und laufende Crafting-Prozesse werden abgebrochen. Da muss man also, wenn man dran arbeitet, muss man da ein bisschen aufpassen. Aber wir können hier auf jeden Fall schon mal. Hoffentlich laufen uns jetzt die Kisten nicht voll, wenn wir das machen. Hier schalten wir ab. Sollten wir vielleicht.
ist noch leer. Da ist auch nichts drin. Ja, doch, das müsste klappen. Ja, wir müssen da hoch. Das weiß man nämlich. Wobei, wenn ich jetzt hochgehe, fangen die Spawner ja wieder an. Na, egal. Eventuell haben wir ein Problem genommen. Jetzt lass uns das Zeug hier um die Ohren fliegen. So, reißen wir mal die ganzen Pipes hier weg. Was ist denn das? Ach, da habe ich... Die Fassaden gehen auch direkt mit ab. Ah, Mist. Okay. Ist halt so. Ab. Ich kann auch mit rausreißen. Da ist eine Fackel hinter. Wusste ich gar nicht. Wollen wir mal sehen. Na gut, die Fassaden kommen ja wieder ran. Nur halt an NE-Kabel und nicht, wie es jetzt war. Oh. Gibst du mir die mal? Das sind Diamond Pipes, verflucht. So. Da hüpft auch noch was. So. Und dann klemmen wir die Lümmel mal an. Programmieren Sie auf den Inhalt Ihrer Kiste. Ja, in dem Fall allerdings. Ja, ist egal, wir machen das jetzt bei den unteren mal. Based on currently stored items. So. Hier sind keine Items drin, theoretisch. Das sind die Spoilspacks. Hier noch. Pfeile, jawohl. Gehen wir mal alles durch. Ja, weil das hier... Ja, okay. Was nicht hier in die Kisten landet, das landet ja im ALE-System. Ist also egal. Brauchen wir nur regelmäßig mal ins ALE-System zu gucken, ob wir hier die Zugriffskisten, von oben Zugriffskisten, aktualisieren müssen. Aber die da oben können random bleiben, beziehungsweise da kommt dann nichts rein, solange sie nicht programmiert sind. Oh, hier können wir abreißen. Das da war eine Sicherheitschest. Die wollen noch genug, ja. So. Du kannst wieder weg. Könnt alle weg. Oh. Da hat jetzt die Force Transport Pipe was eingesogen. Da habe ich mir auch schon gewundert. Da habe ich schon gedacht, verdammt, Bug. Da ist mir was geklaut worden. So, wie kommen wir an den Block daran? Machen wir mal so. Zack, danke. Da ist mir aber dann gar nichts geklaut worden, sondern es ist nur durch die Force Pipe zurückgeflitscht. Das liegt also, was immer sie jetzt gerade aufgesaugt hat, das liegt jetzt in einer von den Kisten da. Hoffentlich ist es nicht bei der Turtle gelandet. Ja. Okay. Alles weg hier! Langsam müsste das Inventar doch voll werden, ne? Ja. Hier machen wir mal aus. So. Das muss dann alles neu platziert werden, weil sie auch noch gar nicht wie. Ja, die Turtle. Ja, das müsste ich mir eigentlich jetzt langsam mal überlegen. Was mache ich denn hier? Ich dann noch eine weitere Chest mache, dass die Turtle das in eine extra Chest schmeißt, wenn sie es nicht entpacken kann. Oder ins obere AE-System packt. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. So, an die Chest muss ein Export-Bus.
Das muss auch weg. So, dann lassen wir es jetzt mal. Habe ich noch. Oh, wir haben sogar die Taschen jetzt voll. Habe ich noch grünes Kabel hier drin? Jawohl, sonst hätten wir nämlich welches machen müssen. Wofür ich ja die hier gemacht habe. So ist das ja nicht. So. Das grüne Kabel. Normales ME-Kabel plus Farbe. Gibt das grüne. Komm, packen wir mal da rein. Das müssen wir sowieso alles aussortieren noch. Hier sind Spoilspacks drin. Aha, okay. Da konnte man sehen. Selbst das AE-Netzwerk steckt sie nicht. Da ist also wieder was, wie ich schon vermutet habe, mit diesem Stack-Problem. Und das wird auch das Problem sein, warum die Turtle das nicht immer auspacken kann. Warum laufe ich jetzt hier rüber? Ich wollte den Kabel doch hier anschließen. So, jetzt dürfte uns nichts mehr verloren gehen. Jetzt geht alles hier rein. Und Mist. Ah, habe ich jetzt nicht dran gedacht. Okay, gehen wir schnell hoch. Ist allerdings schon zu spät. Ich hatte doch noch. Mann! Ich hatte doch noch was vorbereitet, was da eigentlich dran soll vorher. So, die Pipes da rein. Ne, die brauche ich ja noch. Eine brauche ich für die eine Itemkarte. So. Das kann aber alles da rein. Der Mülleimer kann auch da rein. Das kann da rein. Ja, egal. Das behalten wir mal. Ich habe ja hier hinten noch eine Festplatte, die unten ins Subnetzwerk rein soll. Im Partition Editor. Und zwar für diese Drops, die man ja reparieren bzw. transportieren kann. Machen wir mal Broken Items als Namen. Formatieren Sie. Ach, das Licht da dann um. Ja, okay, ist ja egal. Dann läuft uns nämlich da unten die Platte, da ist eine 16K-Platte drin, nicht auch noch mit dem Kram voll. Und das hier ist auch eine 16K-Platte. Mal so nebenbei erwähnt. Haben wir hier jetzt schon so was drin? Ja, klar. Zack, zack, zack. Ah. Nee, sind noch keine Werkzeuge drin. Doch da. Das hat noch nichts da drin zu suchen. Legen wir jetzt die Festplatte rein, dann landet er nämlich auf der. So. Und dann kann ich mir jetzt überlegen, wie ich das hier mache. Export, was habe ich gesagt? Wird noch? Habe ich hier noch einen? Ich habe hier auf jeden Fall Kabel, die habe ich ja da. Nein, habe ich nicht. Das ist jetzt der Blöde. Hatte ich noch welche auf dem Lager? Oh, hoffentlich war der mit dem Craft fertig. Export, habe ich noch? Habe ich noch? Präzisionsexport-Bus. Ja, okay, sehr schön. Na, so. Den tun wir nämlich hier drauf. Sitzt sogar richtig, Wahnsinn. Kabel, 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 komme ich da dran? Ja, ich komme da dran. Zack. So ist dann auch verbunden. Das wollte ich jetzt gerade sagen. Jetzt habe ich nämlich noch nicht gesagt. Die Turtle macht, weil ich am Experimentieren war, wie ich das hinkriege, dass sie die komischen Spoilspacks doch noch auspacken kann, macht diversen Unsinn. Hier geht sie ihr ganzes Inventar zwischendurch durch, aber nicht in den letzten Pack-Slot, sondern nur Slot 1 bis 15.
damit ich im letzten Slot immer ein Spoilspad liegen habe, was ich selber da reingelegt habe, um die Pipes, wie sie hier waren, damit programmieren zu können, beziehungsweise um jetzt den Export-Bus damit programmieren zu können. Damit ich nicht warten muss, bis mal wieder was kommt und das abfangen muss. Ja. So. Theoretisch, hier waren noch welche drin, ne? Okay. Er exportiert hier also auch nicht. Angeschlossen ist es doch jetzt. Oder? Habe ich das Falsche im Kopf? Doch, angeschlossen müsste es sein. Gucken. Ja. Okay. Ja, damit wäre das geklärt. Das liegt wirklich daran. Wenn jetzt noch nicht mal der Export-Bus das erkennt, Always Active. Dann müsste also exportieren. Nehmen wir diesmal mit und packen es ins AE-System. Beziehungsweise können wir ja hier eine Chest schmeißen, dann landet es ja im AE-System. Schwupp. Ja, das hat geklappt. Dies hat er erkannt. Somit wissen wir, woran es liegt, und somit ist auch das Problem gelöst. Sehr schön, eigentlich. Legen wir nämlich die jetzt hier rein. Und jetzt probieren wir das nochmal aus. Spoil. Ich nehme jetzt die vier raus. Packe sie hier in die Kiste. Jetzt habe ich natürlich nicht hier auf die Zahl geachtet. 127. Sind sie wieder hier? Oder sind sie da hinten? Die sind hier. Und gar nicht mehr gestackt. Ja, das ist das Problem, Leute. Da ist irgendwas mit der Item-Erkennung. Das ist allerdings super kacke. Machen wir nochmal. Spoil. Dreh dich rein. Bleibst drin. Tja, tue ich dich hier rein. Hat die Turtle dich ausgepackt. Weil ich ja jetzt mittlerweile das Ding im Inventar hatte. Ja, das ist ein echtes Problem, Leute. Okay, muss ich gucken, wie ich das löse. Beziehungsweise hoffen, dass da Bugs behoben werden. So, das kann weg. Ding, ding, ding. Wie Tagun sagen würde. Der leider momentan keine Zeit hat, hier weiter bei uns mit aufzunehmen. Schade, schade. Aber kommt bestimmt nochmal wieder. Ungefähr. So. Habe ich noch so einen Block? Ja, habe ich. Können wir hier nämlich zumachen. Gut. Dann würde ich sagen, da mir aktuell so ein bisschen die weiteren Ideen fehlen. Mein Gott, warum sind die schon orange?
Die ist doch leer, warum müssen die orange? Muss ich nicht verstehen, oder? Egal. Ich sag dann mal, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie immer, bleibt mir gewogen, bleibt mir treu. Trivolo mag mir verzeihen, dass ich diesen Satz immer noch sage, obwohl mir mittlerweile bewusst ist, wo ich ihn her habe. Schaut mal bei den anderen rein. Wie gesagt, diese Gregorius Interview-Videos findet ihr bei Trivolo und bei Bakerman. Wirklich interessant, auch wenn etwas zäh fließend zu gucken, da Gregorius nicht sprechen kann. Schaut mal rein. Das ist wirklich interessant, was der alles an Maschinen gemacht hat. Ist gut zu erfahren, sehr gut zu erfahren, was für Maschinen er hat, was sie sollen, machen sollen. Bei manchen ist es nicht so hundertprozentig klar, wie sie dann genau funktionieren. Da fehlt halt der Punkt, dass er reden kann. Nur über den Chat ist halt ein bisschen eingeschränkt. Aber sie sind trotzdem sehr interessant und hilfreich. Er hat viel für die Automatisierung von. Naja, wie gesagt, ich wünsche euch was und bis zum nächsten Part. Ciao!